Vom Pflasterbub zum Prinzen, vorgelesen von Cornelia Braun. Ein reiches Ehepaar hatte einen Sohn. Der Vater hatte seine Gelder in eine andere Landschaft angelegt. Als der Sohn herangewachsen war, sagte er zu ihm: Du kannst mich jetzt begleiten, wir holen die Zinsen. Das nächste Mal kennst du den Weg und kannst dann allein gehen. Der Sohn begleitete den Vater und sie holten den Zins. Nach einem Jahr sagte der Vater: Geh und hole mir den Zins, den Weg kennst du jetzt ja. Der Sohn begab sich auf den Weg und erhielt den Zins, musste aber in der Stadt über Nacht bleiben. Im Verlauf des Abends ging er spazieren. Da sah er eine Gruppe von Leuten, die einen toten Menschen auspeitschten. Als er fragte, was das zu bedeuten habe, erhielt er zur Antwort: Das ist hier so Brauch. Wer stirbt, ohne seine Schulden zu bezahlen, der wird ausgepeitscht. Das schien ihm eine Barbarei zu sein. Er fragte, wie groß die Schulden des Toten seien. Als man ihm die Summe nannte, griff er in den Sack, zog die Zinsen heraus und bezahlte die Schuld, damit der Tote nicht mehr länger geprügelt werde, und dann zog er nach Hause. Der Vater fragte ihn, wo er das Geld habe. Da zeigte der Sohn den leeren Sack und erzählte seine Erlebnisse. Der Vater wurde sehr böse und schrie ihn an: Du dummer Narr, der Tote hat ja die Schläge nicht gespürt. Lass mir solche Streiche in Zukunft. Nach einem Jahr hieß ihn der Vater wieder den Zins holen. Aber die Dummheiten lass mir sein, ermahnte er ihn. Der Sohn unternahm die Reise und erhielt den Zins. Auf der Rückreise kam er bei einem großen Gebäude vorüber. Zuunterst in der Mauer war ein kleines Loch, darin bemerkte er eine Frauenhand, die winkte. Er fragte, wer darin sei, da rief es aus dem Gefängnis: Hilf mir heraus, ich bin eine gestohlene Jungfrau. Er ergriff ein Messer, vergrößerte das Loch und zog sie heraus. Dann begleitete er sie in die nächste Stadt, suchte eine Wirtschaft, in der er das Mädchen für die Kost verdingen konnte, und drückte dem Wirt den ganzen Zins für sie in die Hand. Zu Hause angekommen, fragte der Vater, wo er denn den Zins habe. Er erzählte, wie es dazu gekommen war, das Geld für ein Werk der Nächstenliebe auszugeben. Da wurde der Vater böse und jagte ihn fort. Da zog er in die Stadt zu dem Mädchen. Dieses erzählte ihm, sie sei eine Königstochter. Sie hätte dem Vater geschrieben und er habe ihr Geld gesandt. Sie lud ihn ein, sie nach Hause zu begleiten, denn sie hatte schon Neigung zu dem tapferen Burschen gefasst. Sie mussten wohl übers Meer reisen. Der Kapitän des Schiffes sah wohl, dass die Königstochter in den Begleiter verliebt war. Ihm gefiel sie aber auch, und er machte mit dem Matrosen aus, ihn ins Meer zu werfen. Als sich ein Sturm erhob, rief man den Burschen aus der Kabine und bat ihn auch Hand anzulegen. Als er helfen wollte, wurde er gefasst und ins Meer geworfen. Er konnte sich an einem Brett festklammern, das ihn über Wasser hielt, und während das Schiff fortzog, wurde er ans Ufer einer Insel geschwemmt. Die Königstochter weinte und trauerte um den verlorenen Geliebten. Der Kapitän aber brachte sie ihrem Vater, dem König, und sagte, er habe ihr das Leben gerettet und verlange sie zur Frau. Der König war damit einverstanden. Die Tochter aber sehnte sich nach ihrem wirklichen Retter
und schob die Heirat immer hinaus. Noch ein Jahr wenigstens sollte der Kapitän warten. Der unglückliche Bursche auf der Insel schaute jeden Tag aus, ob nicht ein Schiff käme, dem er ein Zeichen geben könne. Aber weder Segel noch Maste zeigten sich, und so verstrich ein ganzes Jahr. Da kam eines Tages ein Hase durchs Wasser geschwommen, der anfing zu reden. »Setze dich auf meinen Rücken und sage mir, wohin ich dich tragen soll.« Der Bursche nannte die Gegend, wo die Königstochter zu Hause war, und der Hase trug ihn durchs Meer ans Land. Zum Abschied sagte das Tier, »Ich bin der Tote, den man ausgepeitscht und für den du bezahlt hast. Als Hase muß ich meine Schulden abbüßen, aber jetzt bin ich erlöst.« Und damit verschwand er. Der Bursche wanderte zu und kam in die Residenz. Als Pflasterjunge wurde er im Palast des Königs angestellt. Auf dem Schiff hatte er der Königstochter oft auf einer Flöte vorgespielt. Diese Flöte, die er immer bei sich getragen, hatte er gerettet. Nach Feierabend setzte er sich auf die Mauer und spielte seine alten Weisen. Die Königstochter hörte ihn und sagte, »Wenn er nicht ins Wasser gestürzt wäre, so würde ich sagen, das sei mein Geliebter, der da unten spielt, denn gerade solche Melodien hat er geblasen.« Unterdessen war die Hochzeit angesagt, denn das Jahr war um. Zum Hochzeitstage war der Pflasterbub als Flötenspieler eingeladen worden. Beim Gastmahl schlug nun der König vor, jeder der Gäste möchte etwas aus seinem Leben erzählen. Als der Kapitän an die Reihe kam, erzählte er, wie er seine Braut vor dem Tode gerettet habe. Da wurde auch der Flötenspieler aufgefordert, seine Schicksale zu erzählen. Er sagte, »Gestatte mir zuerst eine Frage an den Kapitän. Welchen Tod erleiden diejenigen auf den Schiffen, die falsch schwören?« Der Kapitän gab zur Antwort, »Die werden lebendig gevierteilt.« Da fing er nun mit seiner Lebensgeschichte an, erzählte, wie es ihm ergangen sei, wie der Kapitän ihn ins Meer geworfen habe und wie er wunderbar gerettet worden sei. Die Königstochter erkannte ihn und stürzte in seine Arme. Der Kapitän wurde gefesselt und in den Turm geworfen. Er sollte nach seinem eigenen Urteil gevierteilt werden, aber der Flötenspieler verwendete sich für ihn. Er habe seinerseits einen Toten losgekauft und er finde, ein Lebendiger sei noch mehr wert. Da wurde der Kapitän aus dem Lande gewiesen und der Bursche heiratete nun die Prinzessin. Zweites Märchen, das Bettelmädchen. Es lebte ein alter Burgvogt, der wünschte, dass einst sein Sohn, der junge Graf, heirate, damit das Burgrecht in der Verwandtschaft bleibe. Der Vater gab nun ein Mahl, an dem er sich äußerte, dass sein Sohn demnächst heiraten werde. Der Sohn erwiderte dem Vater, dass er geneigt sei zu heiraten, nur solle man ihm die Wahl überlassen und nichts dagegen einwenden, ob er nun bald ein reiches oder ein armes Mädchen nach Hause bringe. Die Hauptsache sei, dass sie ihm gefalle. Daraufhin unternahm er einen großen Spaziergang und kam durch ein Dorf, wo er ein Mädchen am Brunnen waschen sah, das ihm gefiel. Wieder zu Hause angelangt, ließ er die Schneiderin kommen und eine Magd, die ungefähr von derselben Größe war
wie das Brunnenmädchen und ließ für die Schöne ein Kleid anmessen. Als das Kleid fertig war, ließ er den Wagen anspannen und fuhr mit dem neuen Kleid in das Dorf vor das Haus des Mädchens, wo er ausstieg. Er fand Mutter und Tochter zu Hause. Er bat die Mutter um die Hand ihrer Tochter. Er habe sie am Brunnen gesehen und wünschte sich keine andere zur Frau. Die Mutter entgegnete: »Das ist gewiss nur ein Traum oder ein Scherz von euch, o Herr. Ich bin arm und kann dem Mädchen nichts geben. Wenn eure Neigung aber eine ernste ist, so will ich nicht dagegen sein.« Da fragte er die Tochter, und diese erwiderte ihm dasselbe wie die Mutter. Da sagte der Herr zu dem Mädchen: »Ja, es ist mir ernst, nur musst du mir versprechen, in allen Fällen gehorsam zu sein.« Sie versprach es mit Herz und Hand, und nun packte er das schöne Kleid aus. Sie zog es an, und es passte ihr gut. Dann nahm er sie mit in den Wagen, fuhr mit ihr nach Hause und hielt Hochzeit. Das arme Mädchen hatte sich bald in die vornehmen Verhältnisse hereingefunden. Nach 2 Jahren gebar sie ein Mädchen. Als es 2 Jahre alt war, sagte der Burgvogt zu seiner Frau: »Du hast mir versprochen, immer gehorsam zu sein. Das Volk beginnt zu murren, dass das erstgeborene Kind nicht dein Bub ist. Drum wäre es besser, wenn wir das Kind entfernen.« Die Mutter erwiderte: »Was ich versprochen habe, bin ich bereit zu halten.« Sie gab dem Kleinen ihren Segen und ließ sie fortnehmen. Sie wusste nicht, wohin es kam, und fragte auch nicht. Nach weiteren 2 Jahren gebar sie einen Sohn. 2 Jahre verflossen, und da trat der Graf wieder vor sie und sagte: »Das Volk murrt, dass der Kleine der Sohn eines ehemaligen Bettelmädchens ist. Darum ist es besser, wenn er fortkommt.« Die Mutter hatte nichts dagegen einzuwenden und erteilte traurig ihrem Söhnchen den Segen. Beide Kinder wurden, ohne die Mutter es wusste, zu Verwandten gebracht und dort standesgemäß erzogen. Nach einigen Jahren trat der Graf wieder vor seine Frau und sagte: »Das Volk murrt gegen dich, dass ich dich geheiratet habe. Geh wieder in dein Elternhaus, dann werde ich eine vornehme heiraten, und das Volk wird wieder zufrieden sein.« Die Frau wurde sehr traurig und sagte: »Ich habe dir versprochen, in allen Teilen zu gehorchen, und werde mein Wort halten, ohne zu murren.« Da holte ihr der Gemahl die Bauernkleider, die er aufbewahrt hatte. Sie zog ihr schönes Gewand aus und schlüpfte in das Bettelkleid. Der Graf gab ihr einiges Geld mit, und sie zog wieder nach Hause. Die Mutter suchte sie zu trösten: »Ich habe es dir gesagt, Kind, es geht so lange, dann bist du ihm verleidet.« Nach 2 Jahren ließ sie der Graf wieder in seine Burg rufen und sagen, sie möchte das Schloss putzen und fegen, denn er wolle wieder heiraten. Sie gehorchte und fegte das Schloss mit den anderen Dienstboten von oben bis unten. Dem Burgvogt gingen dabei die Augen über. Dann sagte er zu ihr: »Wenn ich nun Hochzeit halte, so sollst allein du mir aufwarten.« Sie nickte stumm und ging an die Arbeit. Am Hochzeitstage saß neben dem Grafe ein blutjunges, schönes Mädchen. Er fragte seine Aufwärterin, wie ihm die Braut gefalle. Sie antwortete: »Oh, sie gefällt mir gut. Nur wünsche ich, dass sie euch immer gefallen möge, bis an euer Ende, und sie nicht einst so hart abgewiesen wird wie ich.«
Da fiel der Graf um den Hals und rief aus: »Ich wollte nie eine andere heiraten. Die du da siehst und als meine Braut wähnst, ist unsere Tochter, die ich von dir genommen habe. Und der schöne Jüngling neben ihr ist unser Sohn. Jetzt bist du wieder meine Gemahlin und lebst im Schloss mit mir, und wir halten treu zusammen, bis der Tod uns trennen wird.«